Schönen guten Tag und willkommen bei Banished. Let's rock. So, starten wir mal eine neue Karte. Also Banished sollte ja allgemein bekannt sein. Ich suchte es schon ein Weilchen, von daher geht es jetzt etwas schneller voran. Ich habe auch überlegt, ob ich diese Reihe einfach Hunger Games nenne, weil mir verrecken die Leute dann immer. Und ja, spielen wir mal eins, nehmen wir das und ja, wenn sie tot sind, kommt die nächste Karte. Genau, wir nehmen kleine Täler, wir nehmen ein großes Terrain. Wir nehmen Wetter, was okay ist. Also es ist halt nicht toll und nicht so schlecht. Desaster schalten wir aus, weil Desaster sind doof. Dann können wir später machen, wenn die Sache sich stabilisiert hat. Und Starting Conditions Medium. So viel dazu. Das wird jetzt eine kleine Runde Banished. Werde es am Stück aufnehmen und dann in handliche Stückchen zerteilen. Diese Anmoderation sollte dazu führen, dass es anmoderiert ist. Musik wie immer von audionautics.com, wie auch in Minecraft. Also legen wir mal los. Tja, und nichts geht über den Ladebildschirm. So, und da sind wir schon in einer schönen Welt. Gucken uns das mal aus der Godlike Perspective an. Wir haben einen kleinen Fluss, einen größeren Fluss auf der anderen Seite. Kleine Hügel. Steine. Iron sehe ich. Holz haben wir auch ein bisschen. Müssen uns dann schnell hier rüber ausbreiten. Also auf jeden Fall unsere Forstwirtschaft sollte hier drüben stattfinden. Die Landwirtschaft hier drüben in dem großen Tal. Und jetzt gehen wir erstmal wieder runter zu unseren Einwohnern. Wen haben wir denn hier? Edmonika, 19 und total, ui, zufrieden. Ist immer ein bisschen kompliziert, die einzelnen Felder hier zu erwischen. Und dann starten wir gleich mal mit einem, wie ich es nennen würde, Standardaufbau. Zum Glück würde ich nicht nur, sondern ich nenne es auch so. So, was man bei Banished auch braucht, abgesehen von Häusern, sind so ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Diese befinden sich hier. Wir brauchen zum einen die Möglichkeit, unseren Einwohnern Jobs zuzuweisen, also Tätigkeiten, die sie ausführen können. Wir erklären jetzt zweimal zu Bauarbeitern, die dann die Häuser hochziehen werden. Und die anderen sind gerade noch normale Arbeiter, Laborer. So, und dieses Ding hier, das nehmen wir uns auch mal mit auf den Schirm. Weil es zeigt uns an, wie viele Ressourcen wir von was auch immer haben. Und da wird schon fleißig gebaut. So, damit sie hier nicht verhungern, weil das wird früher oder später sowieso passieren, fangen wir jetzt mal auch gleich an mit einem tollen Feld, was uns die Arbeiter jetzt mal vorbereiten können. So, dann haben wir unser erstes Feld auch schon geplant. Darüber hinaus brauchen wir noch ein paar Wege. Die können wir auch gleich mal einmalen. Ich fange erstmal an mit Dirt Roads, also einfachen Wegen aus Dreck. Weil alles andere wäre jetzt auch ein bisschen überkandidelt. Phase des Spiels, in der wir uns gerade befinden.
aber sie helfen schon. Sie helfen dabei, dass unsere Freunde schneller von A nach B kommen. Ich merke gerade, ich müsste hier mal was einstellen. Wo finde ich denn das? Angucken. Aber machen wir mal so. Oh, ist das laut, ey. Audio. UI Effekt. Effekt machen wir mal auf 80 und das machen wir mal auf 60. Ja, bisschen besser, aber noch nicht wirklich. So, was können wir denn anbauen? Kartoffeln und Pepper. Paprika. Nehmen wir Kartoffeln. Kartoffeln für die Masse. So. Und hier kann man natürlich hier rumzoomen, raus, runter, rüber, zur Seite und so weiter. Also, der Fantasie sind quasi keine Grenzen gesetzt. Außer die, die man sich selber... Naja, so ein Blödsinn, ne? So, damit wir auch gleich was zu beißen haben, teilen wir mal ein paar Farmer ein. Die können dann farmen. So. Und das Ganze sieht jetzt so aus, als ob wir noch 4 Laborer, also 4 Leute übrig hätten, die auch arbeiten können. Das letzte Haus wird gebaut, sonst müssten die 4 unterkommen. Falls es nicht ganz reicht, werden wir gleich nochmal ein Häuschen hinsetzen. Mal gucken, wie das so wird. Auf jeden Fall sind hier auch ein paar Ressourcen, die wir dann abbauen können. Das machen wir aber eher im Winter. Holen wir hier mal den ganzen Stein raus und das Eisen, weil das wird demnächst auch wichtig werden. So, Holz haben wir noch 76. Firewood haben wir auch noch ein bisschen. Also Feuerholz, Brennholz haben wir auch noch ein bisschen was da. Da sie dazu neigen, die Einwohner zu erfrieren und nicht so direkt mit Selbstständigkeit gesegnet sind, können wir diesen Job schon mal vergeben, den Woodcutter, den Holzspalter, nicht zu verwechseln mit den anderen. Dem Förster. So, jetzt ist das letzte Haus gebaut. Reicht es? Nee, es sind immer noch 2 ohne Unterkunft. So, das heißt... Ich gehe jetzt hier... da kann ich rangehen, ne? Auch egal, ein Fischer. Ja, den kann ich da hinten noch hinsetzen, wenn ich unbedingt jetzt noch eine haben will. Das weiß ich noch nicht. Weil die Sache ist halt die, also ich kann ja mal hier erklärend durchgehen, während diese Einzelmännchen vor sich hin heinzeln. Storage Barn. Also ein Lagerhaus. Davon haben wir hier schon eins. Das ist dieses hier. Beinhaltet Kartoffeln. Ein paar Tools, also ein Werkzeug. Und ein bisschen Mantel. So. Fängt alles auf, was von den Feldern kommt und weiß nicht. Stockpile. Das ist dieser Lagerplatz hier, wo die anderen Ressourcen einfach untergebracht werden. Marketplace. Sehr teuer und sorgt dafür, dass die Güter, die man hier so hat, dann auch gut zwischen den Häusern, also zwischen den einzelnen... Oh, praktisch. Das würde hier sogar hinpassen. Zwischen den Häusern verteilt werden. Wie man sieht, hat das Ding einen Radius und in diesem Radius werden die Häuser dann versorgt. Da gibt es dann auch spezialisierte Arbeit dafür, welche halt dafür sorgen, dass dort Güter hintransportiert werden und weggenommen werden. Ganz interessant ist auch Folgendes, und zwar findet sich das hier. Path. Genau. Kann man sich angucken, der wohnt da und muss da zum Feld gehen.
genau. Oder so ein Feld anklicken, dann sieht man alle, die auf dieses Feld laufen, wo die wohnen und so weiter. Ziemlich geiles Spielzeug. Weil damit kann man Wegeoptimierung machen und dann geht das alles viel flüssiger von der Hand. Auch wichtig ist hier die Gesundheit, die durchschnittliche Gesundheit der Bewohner und natürlich die Happiness, die Glücklichkeit in Zahlen. Weil ich muss mal hier das Ambient noch ein bisschen leiser machen. Nehmen wir nur 20 und nehmen wir nur 50. Ja, besser. Besser. Es muss ja nicht immer so brüllen ins Ohr, ne? Das ist auch auf lange Sicht einfach nervig. Vor allem, wenn man es auf Kopfhörern hört. Genau, so funktioniert The Banished. So, hier waren wir durch und hier gibt es dann noch den Trading Post. Der Handelsposten wird an einem Fluss platziert. Ihr habt es auch gerade gesehen, ich muss den rotieren. Das könnte ich hier, hätte ich hier können, wenn ich da nicht ein Haus gebaut hätte, einen Trading Post hinmachen können. An den kleinen Fluss, aber den sollten wir, wie gesagt, eher hier drüben irgendwo dann mal platzieren, aber den brauchen wir eh erst später. Damit kann man dann an ortsunübliche Güter kommen, was auch okay ist. Also ist eine ziemlich coole Geschichte. Damit kann man so langsam mehr Pflanzen sich organisieren und andere Dinge. So, der Well, der Brunnen ist jetzt für uns eher ein Deko-Objekt, weil wir keine Katastrophen haben, aber du hättest hier normalerweise dann Katastrophen, das heißt ein Brand im Dorf und das muss dann gelöscht werden. Schoolhouse. Man kann die Leute, die hier so rumkreuchen und fleuchen, ausbilden. Weil alsbald sie Häuser haben, das sieht man hier, machen sie Kinder. Und diese Kinder würden dann, wenn man sie nicht ausbildet, ab dem 10. Lebensjahr beginnen zu arbeiten. Wir befinden uns im Mittelalter. Da ist das vollkommen normal. Vollkommen. Genau, hier ist noch nichts los. Das sieht man auch immer wieder. Ne? Er 11, sie 20, das ist hier eine Familie. Weil er ist ja auch schon Farmer und auf dem Feld. Ja, und die ist bald im heiratsfähigen Alter, so nach einem mittelalterlichen Maßstäben.